Im Dialoggeschoss einfügen, sind Sie in der Lage, für den geöffneten Plan nicht vorhandene Geschosse einfach in diesen einzufügen. Sie können die entsprechend gewünschten Geschosse einfach per Klick aktivieren, zum Beispiel hier das Kellergeschoss. In dem Moment haben Sie Zugriff auf sämtliche in der Datenbank hinterlegten Außenwände, die in der Systemkonfiguration als Standard voreingestellte ist, ebenso wie der dort definierte Sockelrücksprung voreingestellt. Natürlich können die Werte hier planspezifisch geändert werden. Gleichzeitig könnten wir auch ein Obergeschoss 1 noch einfügen. Sie sehen, in dem Moment würde dann auch noch die Möglichkeit Obergeschoss 2 und dann noch die Möglichkeit Obergeschoss 3 einfügen existieren. Wir entscheiden uns noch für ein Obergeschoss 1, wählen die gewünschte Wand entsprechend aus und bestätigen den Dialog mit OK. Nach diesem einfachen Einfügen stehen uns jetzt in der Geschossauswahl ebenfalls das Kellergeschoss und auch das Obergeschoss 1 neben dem schon vorhandenen Erdgeschoss und Dachgeschoss zur Verfügung.